Tonight's the night. Get the tools. Let's go. Es ist Ende August 2013. Den Herbst kann man schon spüren. Und wenn du dich an die kurze, schöne Zeit zurückerinnerst, die einst Frühling und Sommer war, dann denk mal darüber nach, wie viele Bienen du in diesem Jahr gesehen hast. Lassen wir einmal den durch Chemtrails verursachten langen Winter und den kaum stattgefundenen Frühling außer Acht. Das allgemeine Bienensterben ist hausgemacht und durch Monokulturen, Umweltgifte und der Varroa-Milbe beschleunigt worden. Auch wenn sich BASF, Bayer und andere auch aus der Verantwortung ziehen und noch so viel scheinheilige, geheuchelte, grüne Projekte ins Leben rufen, waren es doch diese Konzerne, die nicht getestete Pestizide, Insektizide und Düngemittel auf den Markt warfen, um damit die Varroa-Milbe zu fördern. In früheren Videos habe ich schon über manche Fusionen, Ausgliederungen oder Machenschaften von den großen Lebensmittel-, Chemie- oder Pharmakonzernen erzählt. Links sind in der Videobeschreibung und eine Playlist mit den nun 4 Videos zu diesem Thema werde ich auch erstellen. In diesem Video kommt nun noch ein weiteres Puzzleteil dazu, nämlich die Schweizer Chemiefirma Syngenta. Die Schweiz ist nicht nur das geeignete Land, um Schwarzgeld zu bunkern, nein, es scheint auch für Verbrecherkonzerne einen guten Platz zu bieten. Aus allen Branchen finden sich dort die Global Player mit ihren Machenschaften wieder. Der ehemalige Chemieriese Sipa Geigy ist dort mit seinen Farunkeln ebenso heimisch wie Nestlé oder Novartis. Und so auch Syngenta. Weltweit auf Nummer 3 in Sachen Pflanzenschutz und Saatgut. Scheinbar Konkurrent von Monsanto. Syngenta ist ebenfalls in Sachen Genmanipulation groß im Geschäft. Und für Kahlschläge, für anschließende Errichtung von Monokulturen aus Palmölplantagen verantwortlich. Auf diesen Plantagen kamen etliche Arbeiter ums Leben, weil sie keine Schutzkleidung hatten für das firmeneigene Herbizid Paraguat. Das Unternehmen entstand durch eine Fusion der Novartis AG und AstraZeneca. Wem Novartis gehört, und wie die Fusionen und Ausgliederungen mit Bayer, Santos, BASF, Sibag AG und etc. entstanden, habe ich ja auch schon erklärt. AstraZeneca ist der 5. Arzneimittelhersteller weltweit. Wie das zustande kam, also Links sind dazu auch in der Videobeschreibung, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Wenn man noch den Links bei den Links folgt und weiter ausführen möchte. Syngenta war das Stichwort. Nun hat die Schweizer Chemiefirma bei der EU-Kommission Klage eingereicht, weil eines ihrer Pflanzenschutzmittel verboten und als bienengefährlich eingestuft wurde. Und wer klagt mit? Die Pillendreher aus Leverkusen, also die Schwerverbrecher von Bayer. Der Hintergrund war, dass im April dieses Jahres die Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland, sich für das Verbot von 3 Pestiziden, die für das Massensterben von Bienen verantwortlich sein sollen, ausgesprochen haben. Ab Dezember dürfen daher diese Produkte von Bayer und Syngenta nicht mehr für den Anbau von Raps, Sonnenblumen, Mais oder Baumwolle verwendet werden. Und ist es nicht schon irgendwie die Herde, dass gerade solche verfickten Massenmörderkonzerne, die sich jedes Gutachten, jedes Urteil oder jeden Beweis erkaufen, erpressen oder erhuren, sich auf fehlerhafte und unvollständige Prüfungen berufen. Ich nehme an, dass ich hier nicht erwähnen muss, dass Bayer und Syngenta gemeinsame Geschäfte am Laufen haben.
Syngenta hat aber auch mit Monsanto so einiges am Laufen. Sollte in der nächsten Zeit Marihuana legalisiert werden, dann kommt es nicht daher, dass man Kiffern einen Gefallen tut. Und auch nicht den Medizinern, die durchaus Marihuana verschreiben würden, wenn es legal wäre. Nein, nein, das ist schon für die Pharmaindustrie und die Lebensmittelindustrie gemacht. Der Stoff, der die Träume wahr macht, also damit die Pflanze Cannabis sativa, wird nämlich gerade von Monsanto und Syngenta genmanipuliert. Und wer hat etwas davon, wenn Marihuana als exorzisiertes Produkt auf den Markt kommt? Denkt mal drüber nach. Ach übrigens, wo ich schon mal bei solchen dreckigen, verfickten Hurenfirmen bin, noch was in eigener Sache. Wenn ihr mal auf die Idee kommt, den Stromanbieter zu wechseln, lasst die Finger von Brio Energie weg. Also am besten von dem ganzen Scheißhaufen Extra Energie. Das sind auch nur so kleine Stricher, die dich verarschen, dubiose Geschäfte machen. Und außerdem, sie halten niemals, was sie versprechen. Abzocker eben. Wenn ich irgendwann einmal nach Chemnitz komme, wo diese Wiechse anzutreffen sind, dann sollten so ein paar Schlipsträger aus der Geschäftsstelle besser für Essengeld geben. So viel dazu. Oder wenn einer eine Hand kann, nee, bevor die noch mit dem schwarzen Hubschrauber da draußen landen. Also dann, wie immer, ich freue mich auf Kommentare. Und solange sie sachlich bleiben, werden sie auch ernst genommen. Bis die Tage.